Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns an, wie du die aktuelle Version von Power BI Desktop feststellen kannst. Bevor wir loslegen, bitte diesen Kanal abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Und jetzt starten wir los. Power BI Desktop wird von Microsoft regelmäßig aktualisiert. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, wenn man feststellen kann, mit welcher Version von Power BI man gerade arbeitet. Wie mache ich das? Ich habe dazu Power BI Desktop gestartet und navigiere im Menü Datei. Am unteren Ende gibt es den Bereich Info und mit einem Klick darauf erhalte ich nun ein Fenster, wo die aktuelle Version ausgewiesen ist. In meinem Fall ist es die Version 2.88 vom Stand Dezember 2020. Nun weiß ich die aktuelle Version meiner Power BI Desktop Installation und kann das nun vergleichen, mit welcher Version es gerade von Microsoft verfügbar ist. Dazu wechsle ich in den Browser und navigiere auf die Webseite Microsoft Power BI Desktop Latest Update. Ich habe diesen Link unter diesem Video hinzugefügt und sehe darin, dass nun die aktuelle Version 2.100 ist, Dezember 2021. Das bedeutet, meine Version ist mittlerweile über ein Jahr alt und natürlich wäre es zu empfehlen, diese zu aktualisieren. Wie ihr seht, könnt ihr damit sehr schnell feststellen, welche Version ihr gerade installiert habt und welche Version momentan von Microsoft die letztgültige ist. Falls du Fragen dazu hast, hinterlass mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, dir zu antworten und würde mich sehr freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Bis dahin, alles Gute und viel Erfolg!